Er hat was geprägt, was dann Leipziger Schule hieß. Ja. Ist das ein Begriff gewesen, mit dem er selbst was anfangen konnte? Ja, er hat das immer runtergespielt, hat es als Quatsch bezeichnet, aber es war definitiv so. Da kamen natürlich noch andere Faktoren dazu. Also da zum Beispiel, was heute sehr unterschätzt wird, war der Umstand, dass in Leipzig Messe war, zweimal im Jahr, und die meisten bildenden Künstler da ihr Geld verdienten, indem sie da grafische Arbeiten machten, Stände ausgestalteten und so, und dadurch eine Unabhängigkeit hatten, eine wirtschaftliche, die Künstler in anderen Städten der Republik damals eben nicht hatten. Und dadurch kam in Leipzig so relativ früh so eine selbstständige Stimme zustande.